Schön, dass ihr da seid. Immer noch oder wieder. Ich habe gerade eine große Spinne platt gemacht und ich glaube, die hat mir die vierte. Nö, hat sie nicht. Ich dachte, sie hat mir vielleicht die vierte von diesen fetten Seelen gegeben. Nee, da ist sie. Aber irgendwas habe ich doch jetzt noch im Nachhinein von ihr bekommen. Dachte ich. Flammenberge, okay. Da sind ein paar nette Waffen dabei. Nun. Irgendein Ring. Ja. Gut, wir gucken mal, ob ich Wendrick finde. Meine Vermutung ist, dass Wendrick der Typ ist, der da oben bei der Tafel sitzt, bei der man sich die Tode anzeigen lassen kann. Oh, ich habe 7 Titanitbrocken. Das ist natürlich geil. Und Schollen auch. Damit ist die Hellebarde auf dem Maximum. Und ich glaube, ich schau mir doch mal so ein Ultra-Großschwert an. Da brauche ich zwar ein bisschen mehr Stärke, aber ich meine, ich kann die jetzt super weit hochleveln, diese Waffe. Warum sollte ich das nicht tun? Eben. Genau. 340. Wie weit ist die andere Hellebarde? Die ist erst bei 297. Aber zweihändig geht das Ding doch. Oh, das ist schon mächtig. Mächtiges Teil. Ah, warte mal. Oh, jetzt hat sie was anderes gesagt, ne? Verdammt. Ich hab nicht aufgepasst. Ah, aber sie sagt bestimmt nochmal. Nein. Sie sagt wieder das Gleiche. Mist. Das Königsschloss. Ah, okay. Wendrick! Wendrick! Bist du Wendrick? Vier Wesen mit riesigen Seelen. Ah, mir fehlt noch eine. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul. If that frightens you, then you ought to just give up, right? Mist. 508 Tode. Ja. Wendrick. Boah. Jetzt geht die Raterei wieder los. Jetzt geht die Raterei wieder los. Uff. Oh Mann. Also da unten war ich. Das hat mich dorthin geführt. Da drin war ich. Muss ich doch da oben an dem Glockenturm? Nee. Das ferne Feuer, Schattenwald. Achso, ich bin am fernen Feuer, Schattenwald. Überschattete Ruinen. Also der Schattenwald, der hat mich ja
ins Schloss geführt. Der hat mich hierhin geführt. Und das hat mich dorthin geführt. Und dort war ich dann bei dem Boss. Hier war ich bei der... Da war die Verlorene. Die alte Verlorene. Wie heißt denn die? Sünderin. Hier war der Eisenfeuertyp. Welche war die dritte? Wie hieß die noch? Verkommenen, verlorene Sünderin, alte König. Verkommene. Welcher war der Verkommene? Weiß ich nicht mehr. Zu viele Bosse bekämpft. Ah, das war der hier. Genau, bei der blauen Kathedrale. In Heides Flammenturm. Oder? Das war doch der, oder nicht? Der alte Drachentöter. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Da habe ich alles. Dort bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich alles habe. Genauso wie bei Heides Flammenturm und in der blauen Kathedrale. Sünderhügel habe ich auch. Auch Eisenschloss, auch das habe ich. Hier habe ich die Spinne bekämpft. Da bin ich... Ja, da werde ich alles haben. Also, alle Bosse. Hier, Türen des Pharaos, das hat mich dorthin geführt. Ich bin mir nicht sicher beim Schattenwald. Aber durch den Schattenwald bin ich erst zu den Türen des Pharaos gekommen. Irgendwo im Anfangsgebiet noch? Unten im Loch war ich auch. Das war das hier. Schwarze Schlucht. Da bin ich auch durch. Ja. Ja. Oh, Leute. Also, der einzige Ort... Es gibt zwei Orte, an denen ich mir nicht so hundert... Der Jägerhain, der ist auch noch... Da bin ich mir auch noch nicht 100% sicher. Also der Jägerhain, dann Schattenwald. Gerade im Schattenwald gab es, glaube ich, noch die ein oder andere Ecke... Hier bin ich noch nicht so nach geradeaus irgendwie durchgelaufen. Alter, der hat mich jetzt echt getroffen. Ey. Ey, wo kommt ihr denn auf einmal her? Wohin schlägt er denn? Wohin schlägt er denn? Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob die Waffe was ist. Nee. Hier war nichts mehr. Wo schlägt er hin? Ich hab den Gegner anvisiert. Wo schlägt er hin? Hä? Er schlägt in andere Richtungen. Was ist das für eine Waffe? Wow. Okay. Vielleicht, weil ich meine Stärke noch nicht hoch genug habe, dass er deswegen einfach irgendwo ins Nirgendwo haut. Vorstellbar.
Arschlick. Nee. Nee, 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 nee. Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Komm, ey. Er haut immer daneben. Er haut gnadenlos daneben. Muss fast an der fehlenden Stärke liegen. Also, nee. Nee. Sehe ich nicht, dass ich hier irgendwas noch machen müsste. Nee, da war ich überall. Hier ist so ein Ausgang. Oh fuck. Zip, hinter mich gehauen. Ah. Wie viel Stärke braucht denn dieses Schwert? Wie viel Stärke braucht das denn? 28. Und ich bin auf 23. Uff. Naja, jedenfalls ist das erstmal nix. Okay, nee, also hier. Dann nochmal in Schattenwald. Aber da bin ich. Da ist die überschattete Ruine, da ist doch das Skorpion-Ding. Das ist doch das Leuchtfeuer bei dem Skorpion-Gedöns. Da habe ich doch den Skorpion gekillt und bin weitergekommen. Ja, genau, das ist hier. Nee, das ist auch nix. Alter Hexenzirkel. Bin ich hier richtig? Nee, eine weiter noch. Ja, ja, nee, hier nicht. Also, von da kommt man da runter und dann war hier oben rechts, ging es weiter zu den überschatteten Ruinen. Und hier war... Hier war der komische Golemboy, der mich so ganz seltsam verprügelt. Okay, scheiß auf den. Ist egal.
Genau, hier ist verschlossen. Hier muss ich erst. Okay, das war das. Ja, das Symbol des Königs in eurem Besitz. Ach, jetzt willst du mich angreifen, du Katzenviech. Okay. Wo ging es hier nochmal lang? Da habe ich auch wieder den seltsamsten aller seltsamen Treffer bekommen. Was gibt es hier zu gewinnen? Steve, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich. War hier nicht irgendwo einer? Ja. Ich werde wieder in der Rolle gekillt. Der Pfeil, der einfach zipp nach unten geht und mir Schaden macht. Wie ich es liebe. So wunderbar. Diese Mechaniken in diesem Spiel, großartig, geil. Was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas? Nee. Steve, wie geht's dir? Wie geht's euch allen? Falknerstiefel. Wie lange hängst du schon an dem Game? 20 Stunden oder was? Ja, ich hab dich nicht vergessen. Aua. Wie lange ich da dranbleiben will, bis ich's durchgespielt habe, natürlich. Ah, oh, warte mal, was ist das hier? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht weitergezogen. Menschenbild, glitzerndes Titanit, große Seele. Oder war ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das Genre kennst du nicht. Ui, 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 warum? Wo? Ach. Hier geht's. Geht's hier weiter? Hier ist doch. Hä? Och Mann, ey, kommt da so ein dämlicher Depp von der Seite. Ich hab's halt nie gestreamt, Steve. Ich war nie live mit dem Genre, aber dadurch, dass ich mehr auf YouTube gemacht habe und ich sowieso schon ewig mal Dark Souls durchspielen wollte, habe ich damit angefangen. Oh, ja, ist ja gut, Mensch. Stirb. Er will abhauen. So, komm mal her, du. Unnötiger Schaden. Super unnötiger Schaden. So. Jetzt weiß ich, dass da unten noch so ein giftiger wartet.
Und nicht nur der Unsichtbare. Wo kam der her? Hier aus der Ecke, oder was? Ja, guck mal. Ah, ich glaube, hier war ich schon. Aber mal gucken. Hier war ich doch schon hochgelaufen, oder? Ah. Genau das hier. Es öffnet sich. Hey, guck mal an. Untersuche ich den jetzt oder muss ich dann wieder... Steve, alles klar. Dankeschön für den Lurk. Und dir viel Spaß. Was zum Teufel? Ja, hier haben wir wieder die gleiche Nachricht. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Ja, gut. An diesen Orten kann ich noch nichts tun, gefühlt. Da weiter. Es ist aufgegangen, geilo. Irgendeine dieser Seelen, die ich habe, hat mir das Tor geöffnet. Seele eines Helden. Nice. Oh Gott, ihr schon wieder. Er sticht mich in den Rücken. Mit seinem Pissdolch. Ey, komm! Mann! Unnötig. Dass dieser letzte Schlag auch dann... Dann zählt manchmal der Schaden, wenn man den Gegner trifft, so währenddem er einen Mann gestochen wird, dann zählt er wieder nicht. So ein Mist. An dem kleinen, an der kleinen Kackbratze jetzt da drauf gegangen. Dein Homing-Pfeil ist auch am Start. Jawohl, geil. Lass mich mal da durch, danke. Wie weit wollt ihr mir noch hinterherlaufen? Ernsthaft? Nee, jetzt ist gut. Jetzt reicht's. Oh, das sind so nervige Gegner, ne? Na bitte, geht doch. Menschenbild, große Seele.
Okay. Aha, hier regnet's. Oh Gott, Armbrust-Orks. Armbrust-Orks auf der Höllenseite. Nein, 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 nein. Da kam einer von hinten. Oh. Jetzt da nochmal hinrennen, da hätte ich mich geärgert. Wegen so dämlichen Orks. Oh. Aha. Ich denke, wir kommen an dieser Stelle an den König heran. Mist. Hey, gute Lady. Hallo. This castle is isolated. Ja. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Okay. Ja, Sauron wartet auf uns. Oh, diese. Das ist hier schon wieder. Hier kommt gleich irgendwas und will mich verprügeln. Ja, yep, genau. Ich wusste es. Nein, jetzt muss ich wieder bis dahin latschen. Oh. 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 Fuck. Alles in aller Ruhe killen. Damit ich hier keinen Schaden bekomme, wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe trotzdem einfach mal irgendeinen Schaden bekommen wieder. Nice. So. Der Nächste bitte. Du bist der Nächste. Komm her. Wie der läuft. Das sieht so blöd aus, ne? Alter, aber wie viel fucking Schaden der mir macht. Und dann stirbt er mit einem Hit. Gutes Mann. Eigentlich zwei, aber soll's. Ja, da wäre ich besser dran gewesen, durchzulaufen, hätte ich weniger Schaden bekommen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also mit dem kämpfe ich nicht. Und mit den anderen beiden auch nicht. Ihr könnt mir mal die Kimme und so weiter, ihr wisst schon. Man könnte auch sagen, den Buckel runterrutschen, aber die Kimme lecken hat mir besser gefallen. So, was machen wir mit den Orksens jetzt? Laufe ich hier dran vorbei? Weihwasserurne. Nein. Flucht nach vorne.
Ah, noch mehr Orksens. Kacke. Mach's Loch auf. Loch geht nicht auf. Ah! Er rennt nicht. Oh Gott, hier wacht alles auf. Okay, die zwei Dicken sind umgedreht. Das ist schon mal was. Oh mein Gott! Ah! Kriegt mich nicht, kriegt mich nicht, kriegt mich nicht, kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Kannst du bitte auch aufmachen? Oh, verdammt. Okay. Also da oben muss ich kämpfen. Bis hoch kann ich rennen, die Elefanten hauen dann irgendwann ab. Und wenn ich nicht zu nah an diese versteinerten Soldaten gehe, dann kann ich mich zumindest mal um die Orks kümmern. Und dann um die versteinerten Soldaten und dann kann ich mich da oben in aller Ruhe umgucken. Hier brauche ich nicht kämpfen, lohnt sich nicht. Ich habe mehr Schaden gekriegt, als einfach durchzurennen. Es lohnt sich vorne und hinten nicht. Deswegen, tschüss. Ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich hier vorbeikomme. Aber wie weit ich rennen muss, ne? Boah. Ich habe gar nicht gelesen, was da an den Wänden steht. Naja. Jetzt kann ich's nicht tun, weil ich verfolgt werde. So. Also, die Orks hier, die rennen ja auch wieder zurück. Das heißt, hier machen wir das wie eben. Einfach dran vorbeiflitzen. Zack. An den dicken Elefanten auch einfach dran vorbeiflitzen. Versuche ich jetzt nochmal den Kleinen da zu killen? Nee. Der nervt nur. Tschüss. So, jetzt also. Das sind nochmal zwei Orks. So. Jetzt, Sattle. Also, was fehlt dir? Hier aufgedreht. Das sind nochmal zwei Orks. Muss ich dich hauen? Warum? Er respawnt, wenn ich mich umdrehe. Er respawnt, wenn ich mich umdrehe, wenn ich nicht hingucke. Lol. Ein Bug.
Und die zwei respawnen auch, wenn ich nicht hingucke. Ah, deswegen respawnen die. Weil man die in der Nähe irgendwie killen muss oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Ich hätte bitte gerne ein Leuchtfeuer. Bitte, bitte, bitte. Bevor ich hier irgendwo hochgehe oder sonst wo entlang schleich. Daniel, grüß dich, willkommen zurück. Was habe ich die letzten 30 Minuten verpasst? Ah ja, die Niki sagt, stimmt, die brauchen Seelen zum Aufgehen. Nice, das habe ich geschafft. Die letzten 30 Minuten, ich hab Päuschen gemacht nach der letzten Aufnahme und... Wer seid ihr? Ich bin jetzt hier. Aufgrund wessen Genehmigung steht ihr vor mir? Ich habe mir die Genehmigung selber besorgt. Dies ist das Schloss von König Wendrick. Ah, guck an. War euer Eindringen beabsichtigt? Ja. Wo ist sie hin? Aha. Kanzler Wellager. Ja. Ja. Die Hoheit ist abwesend. Aha. Die Königin hat ihn genommen. Entschuldigung. Großartige Taten mit Seelen vollbracht, eine nie dagewesene Leistung. Okay. Er bezwang die vier Großen und er erbaute sein Königreich auf ihren Seelen. Unser König hat über dieses Land gewacht seit ewigen Zeiten. Die Giganten werden Drangleic erobern. Okay. Eine teure Königin, eine Frau unvergleichlicher Schönheit. Vor langer Zeit kam die Königin zu uns, allein aus einem weit entfernten Land. Okay, gut. Sie warnte den Fürst vor den drohenden Gefahren jenseits der Meere vor den Giganten. Okay. Er forderte ihre Macht in seine Dienste und erschuf die Golems. Mit den Golems errichtete der König dieses Schloss. Okay. Seiner Liebe seinen Dank zu zeigen. Okay. Die Königin brachte Frieden in diesem Land. Und ihrem König. Du scheinst ziemlich tot zu sein, nicht am Träumen, Kollege. Oh, weiß ich nicht. Aha. Okay, er fängt wieder von vorne an. Hallo? Ihr scheint ganz schön groß zu sein, ihr zwei, dass ihr so einen Stuhl braucht. Okay.
Schade. Der Herr König, sage er mir, wo er steckt. Ich soll zu Wendrick gehen. Ich habe drei Seelen, drei große feurige Seelen. So, jetzt killen wir erstmal den hier. Aua. Hast du die Tür bewacht, weil dahinter ein Leuchtfeuer ist? Bitte sag ja. Dahinter ist eine Kiste. Mit edlem Knochenstaub. Also, erstmal der hier. Ach, du bist gar keiner. Ihr beide. Nur der eine. Okay. Oh oh. Autschi. Ups. So, jetzt Adle. Was hast du für mich? Sians Rüstung. Kann man hier aufmachen? Nö. Nee. Du, okay. Oh oh. Autschi, autschi und au. Okay. Das war jetzt minimal lucky. Da habe ich mal das Glück gehabt, das der Gegner sonst hat. Hallo, kann mal jemand hier die Türen öffnen? Grüß dich, mein Guter. Ah, ich sauf mal vorher, sicherheitshalber. Nee, ne? Du Ratte! Ah, in die falsche Richtung geprügelt. Ich hab dein Großschwert ausprobiert, Daniel. Und ich glaube, ich brauche erst ein bisschen mehr... Stärke, weil es hat in alle Richtungen gehauen, nur nicht in die ich wollte. Ach, das ist mies, wenn einer von denen aufwacht, ne? Es hat nichts getroffen. Scheiße, was ist das hier? Ich brauche ein Leuchtfeuer, Mann. Leute. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Warum? Ah, guck mal. Okay, gut. Einhändig aufprobieren? Ich habe ja nicht genug Stärke, um es einhändig zu führen. Ah, guck mal. Okay, alles klar. Oh, nee! Ach, klar macht sie die Drehung als erstes, um Hallo zu sagen, ne? Nein, ich häng schon wieder in der Ecke.
Ah, oh, es ist genau das Gleiche. Man kommt da nicht durch, weil es zu eng ist. Es ist genau das Gleiche. Warum? Warum? Oh Gott. Nein. Nein. Es geht schon wieder. Oh Gott. Ja, genau deswegen wollte ich nicht da reingehen, weil ich ja weiß, hier wachen noch ein paar Boys auf. Ah, gut. Okay. Was erwartet mich da drin? Nochmal so eine. Fuck. Also erstmal den. Nein, das, der lebt noch. Oh Gott, ich muss das hier alles. Oh Gott. Ich dachte, der wäre jetzt hinüber, der da drin. Gut. Da die E... Oh nein. Ja, er geht mal zurück. Also, die kommt, wenn ich an die hingehe. Ah, fuck. Ja, ist ja gut. Geh mal ganz zurück, bitte. Jawohl. Okay. So, jetzt zu dir. Nee, 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 ich höre da schon jemanden kommen von hinten. Ey, wer bist du denn? Wo bist du aufgewacht? Moment. Gleich. So. Da geht's. Das sind Kisten und Zeug. Kommst du raus, bitte? Wie lange geht's heute bei dir? Nicht
Nicht allzu lang mehr, denke ich. War genau nicht. Gerade nicht weit genug weg. Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ich werde jetzt diesen Raum vermutlich für die... Ich hoffe, dass ich den Raum für die Aufnahme noch fertig mache. Und dann sollte es sich allerdings langsam auch schon dem Ende neigen. Nein, scheiße. Na bitte, geht doch. Jetzt komme ich auch an meinen Loot ran. Das war nämlich gar nicht wenig. So, und jetzt können wir mal kurz hier reinschauen. Wachst du auf? Nee. Finsternispfeile. Aha. Eine gefrorene Blume. Wacht ihr alle drei auf? Nee, nur der eine. Vor jeder Statue hier jetzt Schiss haben muss, ne? Hier stehen halt auch so dämliche Schildkröten rum. Nee. Nee, irgendwas wacht da unten auf. Irgendwas ist aufgewacht. War es hier unten? Nee, es ist oben aufgewacht. Ah, ein Armbrustboy. Puh, okay. Da unten hätte es noch ein paar Türen gegeben, ich weiß, aber... In aller Früh um 6. Ich weiß nicht, ich habe da noch keine... Ich habe noch keine weiteren veröffentlicht, um ehrlich zu sein. Ja, genau, ey. Leute, ist ja gut. Eine, glaube ich, noch. Ihr seid zu zweit. Ihr seid zu zweit. Hau drauf jetzt! Was ist mit dir? Hau halt zu! Oh, gut. Feuergroßpfeil, Zerstörungsgroßpfeil, Fackeln.
Zieler Drachenknochen. Oh nee. Nein, machen wir nicht. Flucht nach vorne. Flucht nach vorne. Da ist die Königin. Namenloser Thronräuber. Gut. Zwei oder eine gucken. Ja, aber das ist ja nicht das, was... Ich bin noch... Also, die sind noch nicht veröffentlicht. Deswegen. Also, ich habe noch 6 oder so, die noch veröffentlicht werden müssen. Ich muss erst ein anderes Leuchtfeuer suchen. Ich kann nicht von da unten hier rauflatschen. Das ist doch Quatsch jetzt. Immer her damit. Ja. Weißt du, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn ich zu viel gleichzeitig veröffentliche, dann wertet YouTube das als Spam. Und dann kriegt man auch Probleme mit der Sichtbarkeit seiner Videos. Der hat das überlebt. Hier oben ist nichts. Muss ich echt da? Ich habe 30.000 Seelen, Leute. Ich kann nicht in einen Bossraum gehen. Wobei es ja auch schon mal vorkam, dass es gar kein Bossraum war, sondern ein Leuchtfeuer, ne? Aber dafür habe ich 28 Lebenssteine. Vielleicht probiere ich es einfach, ha? Was meint ihr? Ich probiere es. Teaser auf die Königin. Ja, ja. YouTube ist da auch strikt. Okay, es sind 2 Drachenreiter. Einer mit einem Bogen, der mich jetzt von da oben anfragen wird. Das ist doch eine Schweinerei. Ja, das war... Oh, was für eine Riesenschweinerei. Und dann macht er die Rolle einmal nicht zur Seite, sondern auf ihn zu. Ey, der wird ja wohl hoffentlich runterkommen, wenn ich seinen Kumpel gekillt habe, oder? Oh, Leute. Oh, Leute. Ja, ist ja gut. Wie wär's, wenn du auch mal auf die anderen spuckst? Der Raum ist ja mal sowas von... sackenmies, ey.
Ach, guck mal an. Hä? Was ist das? Ah! Haha! Ich wollte eigentlich da unten in Sicherheit gehen vor deinem pfeilschießenden Kumpel. Und nicht, dass du sein Podest killst, aber gut zu wissen. Können wir ganz kurz, Aua! Fuck. Ey, Daniel, liebend gern. Das ist, es freut mich, wenn die geguckt werden. Deswegen mache ich das ja auch. Nicht auch, ausschließlich für euch. Also das Einzige, was wirklich nervig ist, ist der Giftraum. Ansonsten komme ich hier relativ easy durch. Und das ist der hier, ne? Ah, ohne vergiftet zu werden durchgekommen. Sehr gut. Da lang. Dann da lang. Ja. Aua. Gott. Kamera hat mich gekillt. Also nicht gekillt, aber... So. Echt auch eine miese Nummer hier mit den Zweien. Fuck. Ja, das, was so scheiße ist, ist, dass die durch sich durchhauen können. Das ist so richtig dumm. Dass dein Kumpel durch dich durchpikenieren kann. Oh, jetzt habt ihr beide eine Hellebarde in der Hand. Uhuhu, Spaß! Für groß und klein. Ach, nice, sehr gut. Ja, sorry. Mann! Autsch. Nice. Huh, yes. Das ging relativ zügig. Nice. Ha. Geil. Mann, 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 jetzt habe ich ein Leuchtfeuer. Oh, sehr gut. Das Game heute noch abschließen. Klingt, als wäre ich auf einem guten Weg.
klingt, als wäre ich auf einem guten Weg. Good job, Dankeschön. Oh, da hatte ich ein bisschen Bammel vor den beiden, ey. Huh. Ah, ich komme nicht auf 28, aber das pushen wir eben. Das pushen wir eben mit Seelen. Ich meine, ich habe ja genug. Ich will, was sind das für welche? Davon mal noch zwei. Das waren. Okay. Ja, das reicht. Jetzt kann ich, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, dieses gigantische Schwert, das ich jetzt auch schon ordentlich hochgelevelt habe, einhändig führen. Okay, was hat das für einen schweren Angriff? Ah, der schwere Angriff ist dann der nach vorne. Und zweihändig? Was macht das zweihändig? Oh, okay. Jetzt wäre natürlich noch ein dickes Schild ganz nett, aber ich probiere jetzt mal dieses Schwert ein bisschen aus. Aber ganz ehrlich, Leute, ne? Das packt mich schon wieder, weil jetzt echt fett Fortschritt wieder gekommen ist. Und das Spiel macht einfach Bock auch, weil man weiß, dass das war gerade nicht so trivial, dass ich die zwei da einfach mal weggeklatscht habe im dritten Versuch oder so. Deswegen habe ich schon wieder Bock weiterzumachen und den Boss zu finden, der mich aufregt, der mich platt macht. Aber für die Folge war's das. Darauf müsst ihr euch gedulden bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Tschüss.